Ja, hallo Leute, ich bin's, euer Hubert Schubert. Ich mache jetzt mal schnell noch eine Portal-Aufnahme, bevor ich, ja, weg muss. Ich muss nämlich gleich wohin. Also erstmal zur ganz schnellen Information. Könnte sein, dass dieser Part hier etwas asynchron wird. Ich probiere nämlich gerade eine andere Methode des Aufnehmens. Das heißt, ich nehme gerade nicht so auf, dass ich mir hundertprozentig sicher sein werde, ob es synchron ist. So, okay, gehen wir hier direkt durch. Und jetzt werde ich auch mal dann die Ladezeiten rauscutten. Also, wir sehen uns gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. ah, Ganz okay. recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Alter, die sieht ja echt geil aus. Schick. Schön hat die GLaDOS das gemacht. So, hier muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, weil es ist doch. Es ist nicht die einfachste Testkammer. Ach du meine Güte, ich hab's wieder vergessen. Ich wusste es, ich dachte es mir. Warte mal. So. Und dann. Aber da. Nur noch so. Wie gesagt, das war eine Testkammer, in der habe ich auch sehr lange gesessen. Und hier, die Dinger machen Musik. Finde ich auch sehr schön. Okay, Diese schreiten wir Testkammern hindurch. sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Gut. So, Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. aha, sehr interessant. Und tut mir leid, dass ich mich jetzt eben am Anfang nicht direkt bewegt habe. Aber ich hatte ja einen Hustenanfall, einen kleinen. Naja, kleinen Anführungsstrichen. Das hört sich bei mir immer so an, als würde ich ersticken, aber ich ersticke in Wirklichkeit nicht, was vielleicht nicht jeden erfreut. Also, ich denke jetzt mal so. Ach du Was heilige ist? Mama. Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich Mit dem hören. Akzent klappt's nicht. Lauf! So, dazu muss ich jetzt erstmal eine Sache sagen. Das war echt überraschend für mich. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass es jetzt passiert. Ich dachte, es passiert erst nach dieser großen Überraschung. Hatte ich in Erinnerung. Und dieser Akzent, der ist einfach nur geil. Okay. Ach du Scheiße. Wo muss ich denn hin? Ja. Ja. Ich muss mal gerade einen Cut machen. Gut, da kam gerade jemand bei mir ins Zimmer rein. Okay, immer schön weiter rennen. Okay. Okay. Okay, laufen. Kann ich sprinten? Ah. Fluchtplan deines kleinen Ja, Freundes. okay. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ja, ich weiß. Nur so zur Information, ich wusste, dass man hier drin stirbt. Ich wollte es aber auch noch einmal zeigen, damit jeder, ja, auch ein paar Sachen sieht, die nicht so toll sind. In Sieh Wirklichkeit her, müssen wir jetzt warum nämlich tust du hier. es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als
der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Komm schon, Mongo. Los, Mongo. Oh, Ladezone, Angst-Cut. So, weiter geht's mit der Action hier. Oh mein Gott. Ja, ja, na los, na los. Los, 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 los. Hier durch. Okay. Ach du heilige Mama. Ja, ja, ich komm ja, ich komm ja. Okay. Los, jetzt hier durch. Wo bist du? Ah, da. Da, okay. Action hoch 10 hier. Schon. Ach du meine. Ach shit. Habe ich nicht richtig getroffen. Ich mach mal gerade wieder einen kleinen Cut. So, weiter geht's mit der Action hier. Oh mein Gott. Ja, ja, na los, na los. Los, 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 los. Hier durch. Okay. Ach du heilige Mama. Ja, ja, ich komm ja, ich komm ja. Okay. Los, jetzt hier durch. Wo bist du? Ah, da. Da, okay. Action hoch 10 hier. Schon. Ach du meine. Ach shit. Habe ich nicht richtig getroffen. Ich mach mal gerade wieder einen kleinen Cut. So, okay, direkt wieder weiter, ne? Und dieses Mal weiß ich ja, dass da so ein Viech kommt. Das wusste ich übrigens. Letztes Mal auch nicht mehr, also, eben wusste ich es auch nicht mehr, also, ne. Da ist der Ausgang, wir haben es fast geschafft. Wo? Ausgang? Eieiei. Ach du heilige Mama. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wheatley, ich verstehe dich eh nicht. Boah. Ach du Scheißendreck. Scheiß in den Dreck. Ach du meine Fresse. Ach du heilige Scheiße. GLaDOS, du Fickschnitzel. Will die uns so umbringen? Ladezone, bis gleich. Jo, aber zur Szene eben muss ich nochmal sagen, die war richtig geil gemacht. Tolles Rätsel. Ach du Scheiße. Stimmt, mir fällt gerade was ein. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ey, fällt euch das auf? Aber unser Overall bewegt sich, wenn wir springen und so. Wow, das habe ich auch noch nie gesehen. Okay, wir müssen hier lang. Okay, Wheatley, zeig. Dann was ist los? Okay. Okay, nicht... Ach, du heilige Mama. Wheatley, ich hab Angst. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ich weiß gar nicht, wo ich bin, also mach's. Ah. Junge, erschreck mich doch nicht so. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Keine Ahnung, Ganz schön dunkel hier, was? Ja, ohne deine Lampe wäre es jetzt hier schlecht. Vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Auch ein toller Text. So lang und dann, aber wissenschaftlich gesehen... Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Ach du Scheiße, okay. Ich hab's geschafft. Auch wenn ich mit riesen Lärm da rausgegangen bin. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Okay. Und... Ja. Oh, schön gemacht.
Übrigens, falls ihr zwischendurch ein paar kleine Cuts seht, das sind dann auch diese Cuts, die ich machen will, da um halt diese Asynchronität vorzubeugen halt. So. Tun die mir überhaupt weh? Bringen die mich um? Naja, egal. Eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Also das ist jetzt echt mies. Die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wheatley, also das finde ich jetzt echt unkorrekt, ne? Also hoch. Okay. So. Wheatley? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, das wusste ich noch, das wusste ich noch. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Okay. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Da war wieder ein ganz kleiner Cut. Den habt ihr vielleicht bemerkt. Man bemerkt den vielleicht aber auch nicht. Kommt darauf an, wie schnell ich den mache. Das sieht auch sehr interessant aus, wie die hier die Roboter verpacken. Terrans. Das sind ja die Terrans. Okay. Banzai. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Okay. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Einfach mal runter. Scheiße, das geht auch noch. Und jetzt? Achso. Nee, ich mach's aber lieber auf den epischeren Weg. Das heißt, erstmal springen die in den Tod. Das war natürlich jetzt nicht episch und. Ja. So. Das. Sehen uns unten. Viel Glück. Ja, die auch. Das Epische halt ist hier, dass man hier so rüberlaufen kann. Finde ich auch sehr schön gestaltet. Das finde ich auch, aber auch wie gesagt schon, also schon oft genug gesagt, einfach nur episch. Wenn man hier dann so runterläuft. Und dann. So. Ja, ich glaube, hier kommt wieder eine Ladezone. Also gut, war gerade noch was kurz am Einstellen dann bei meinem iPod. Aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay. Ich mach's aber trotzdem. Ich bin illegal. Moa. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Nö, hatte ich eigentlich nicht vor. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Ja. Da besser, glaube ich, mal nicht rein, aber sterbe ich hier denn, wenn ich hier stehen bleibe? Nee, glaub nicht. Ah, hier rüber. Ah, jetzt laggt es gerade ein ganz kleines bisschen. Aber okay, ich habe ja eh kein High-End-Gamer-PC. Ach du Scheiße, da funktioniert einer. Ich bin anders. Oh. Thank you. Danke. Gut, ich helfe dir. Ich helfe dir, hier rauszukommen, ne? Werd böse. Keine Limonade. Was? Nein! Torrent! Du bist anders. Ich weiß es. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz husten. Werde ich jetzt übrigens nicht rausschneiden, aber sonst schon. So, komm mit. Nein! Er war mit der Geschichte noch nicht zu Ende. Ich wollte auch wissen, wie sie aussieht. Ziel anvisieren. Ich bin nicht sicher. Warte mal. Ich möchte irgendwie darüber. Okay. Das sagt mir schon alles. Ich muss jetzt aber gucken, dass da unten keiner ist, der schießt. Okay, gehen wir weiter. Wo
Vorlage, Antwort. Antwort. Vorlage, Antwort. Das dürfen wir uns jetzt übrigens sehr lange anhören. Mir nach, das wird dir gefallen. Vorlage. Na, okay. So, aber bevor wir herausfinden, was dann beim nächsten Mal passiert, beziehungsweise was uns so sehr gefallen wird, mache ich jetzt hier einen etwas längeren Cut. Der Part ist zu Ende, also schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Portal 2. Let's Play Portal 2. In diesem Sinne, Licky Boom Down.